Willkommen zu Let's Play Hitman Silent Assassin. Wir sind Hitman und wir sind ein leiser Attentäter. So leise, dass wir... Na, lieber nochmal von vorne anfangen. So. So leise, dass wir nämlich jetzt die Klavierseite nehmen. Und diesen Kerl... beseitigen. Moment. Guardie, per favore, venite. Hoffentlich hat uns keiner gesehen, aber ich glaube, langsam hat uns irgendwer gesehen. Die Wächter da vorne, denen ist das offenbar scheißegal. Okay, auch schön. Hilft mir ja nur. Okay, da sollten wir also nicht hin. Wir ziehen ihn lieber mal da hinten hin. Postmen do not carry guns. Ja, das ist klar. Deswegen holen wir uns lieber mal das Paket von dort hinten, was wir gesehen haben. Im letzten Part. Das finde ich gut. Okay. Ich würde ja gerne langsamer laufen. Aber dann schöpft der Kerl da hinten Verdacht. Von daher lassen wir das mal so. Okay. Da vorne ist so ein Paketkistchen. Ist doch nichts Besonderes, wenn ein Postman sowas trägt, oder? Hoffe ich mal. Okay, jetzt muss ich den Blumenstrauß leider fallen lassen, aber ich denke, für Gross Terrorists ist das es wert, ne? Ich hoffe es. Okay. Wir sind der leise Attentäter, der dich in deinem Bad bespannt. Nein. Ach, da vorne liegen unsere Sachen. Naja. Wenigstens ist da kein Blut, von daher... Es geht schon. Ein Postman, der ist... Boah, das dauert aber so langsam. Kannst du nicht schneller laufen, Hitman? Aber gut, man muss sich auch mal ein bisschen Zeit lassen im Leben. Aber ich finde nicht, dass die Musik irgendwie zu Italien passt. Musiktechnisch habe ich da schon Besseres gesehen. So. Gehört. Ist in Ordnung, Leute? Was denn? Hä? Fickt euch. Warum? Tss. Was für Opfer ist, ey. Okay. Okay, mein Safe Game ist immer noch da. Schade, ich dachte, der wäre weggefallen. Nichts Besonderes, Kumpel. Außer, dass ich dich jetzt ermorden werde mit diesem Fiberwire oder mit meinen Ballers. Oder mit dieser Pistole. Naja, mit dieser Pistole war es, glaube ich, gut. Okay. Aber ich habe eine gute Idee, weil wir haben ja im Haus auch, gut. Haben wir ja auch, genau, Postman, do not carry guns. Der hinten sieht uns einfach nicht, finde ich lustig. Jedenfalls, wir haben ja im Haus auch, Sachen gesehen, und zwar... Moment. Eine Sniper Gun.
ne? Bin mir ziemlich sicher. So. Die fallen, lassen wir jetzt fallen. Okay. Die Ballers lassen wir auch fallen. Das Fiber Wire dürfte in Ordnung gehen, oder? Und also es wurde ja nur gesagt, the policemen do not carry guns. Hoffe ich jetzt mal. Klavierseite fällt schon nicht auf. Und jetzt picke ich mal die Flowers ab. Und diesmal dürfte es gehen. Ich finde diese Blutlache mit unserem Mantel drin so genial. Aber gut. So. Das ist aber auch ein bisschen langsam, oder? Kannst du nicht ein bisschen schneller gehen? Kumpel. Jetzt dürfte in Ordnung gehen, oder, Leute? Ich mach mal kurz Delete Save Games. Ja. Und Save, Create New. Okay. Ist jetzt in Ordnung, Leute. Tastet mich ab. In Ordnung. Okay. Ist in Ordnung, oder? Danke. Ah. Safe. Ja, das... obwohl, es hat sich fast nichts getan. Komm, dann lasse ich's mal. Aber... Sie haben jetzt keine Waffen gefunden. Okay, aber die Klavierseite habe ich noch. Wem soll ich jetzt diese Post übergeben? Ich bin jetzt zumindest drin, ohne dass irgendjemand was gemerkt hat. Das ist vielleicht gut. Ja, ist gut. So. Wenn man rennt, dann erkennen sie nämlich was. Okay, du hast eine Shotgun. An die will ich ran. Wo muss ich lang, Kumpel? Kann mir irgendjemand sagen, wo ich hin muss? Da lang, danke. Ja, geht doch. Man muss nur freundlich fragen, ne? Und jetzt die große Frage, die ich mal kurz testen will. Was passiert, wenn ich jetzt reingehe? Okay, geht. Grazie dei fiori, li stavamo aspettando. Okay, irgendjemand sonst noch hier? Ja, Kumpel. Was ist das? Chloroform, wie wär's damit? Na, schade. Also wenn wir den außer Gefecht gesetzt kriegen, dann haben wir es eigentlich schon, ne? Oh, grazie dei fiori, li stavamo aspettando. Das heißt, jetzt haben wir nur ganz kurz dann auch die Möglichkeit, was zu machen, und zwar ihr. Und dann kommen schon die ganzen anderen Italiener an. Also, viel weiß ich nicht, was ich jetzt hier tun kann. Ich laufe erstmal weg wieder. Das fällt bestimmt gar nicht auf. Also, es geht. Aber inzwischen, wenn ich jetzt wieder reinkomme, dann dürften sie es doch nicht merken, oder? Weil ich war ja vorher auch schon da. Ich hoffe, das geht so. Ansonsten bin ich ziemlich gearscht.
Ja. Nichts, nichts. Ich gehe ja schon. Ja, gut, dann gehe ich halt dahin. Sehr schön. Und jetzt will ich doch noch mal. Ich habe ja genügend Safe Slots, hoffe ich. Create new. So. Will jetzt doch noch mal Wops seine Klamotten nehmen. Seine Pistole ist mir ziemlich egal. Was denn mit dir? Das verstehe ich dann auch wieder nicht, ne? Warum? Ich meine, ich bin auch deren Freund und Helfer. Na, wohl eher weniger Helfer als Freund. Ne, andersrum. Jedenfalls, ich gehe erstmal raus. Und gehe da lang. Na! Ah! Leute, Hilfe! Sie wollen mich töten. Ich komme doch von hier, ne? Ihr kennt mich. Ihr mögt mich. Hoffe ich. Dem ist es auch scheißegal irgendwie, dass ich hier langlaufe. Ich finde schön, was für einen rhythmischen Schritt. Ja, ah gut. Sie suchen aber jetzt nicht nach einem auffälligen Bodyguard, oder? Weil ich mich nicht verkleidet habe. Gut. Darf ich herkommen? Was schießt der auf mich? Na wartet. Boah, jetzt reicht's aber. Scheiß auf den Blumenstrauß. Ich suche mir jetzt den Don und bringe ihn um. Bist du der Don? Bist du der Don? Bist du der Don? Oder bist du der Don? Ich weiß es nicht. Oder bist du vielleicht der Don? Na. Man weiß es halt nicht, ne? Aber ich werde erstmal unter Wasser gehen. Na, doch nicht. Der Pool ist leider nicht tief genug. Aber die haben hier Seerosen. Sehr idyllisch, sehr idyllisch. Aber das Alarmding, das geht langsam zurück. Finde ich interessant. Oh, was denn nur hier? Na, die nehme ich mir mal mit. Und den Autoschlüssel auch. Das heißt, ich kann jetzt ins Auto rein. Ja, so kann man die Mission natürlich auch schaffen, ne? Das wisst ihr, ja? Es gibt immer einen harten und einen sanften Weg. Und das ist cool. Ich glaube, ich lasse dann doch die Waffe lieber hier. Was? Die kann ich wegstecken? Unfassbar. Ach so, das ist eine Deagle, so Dings. Ich dachte, ich hätte vorhin die Shotgun mitgenommen oder so. Ah, jetzt verstehe ich. Diese Pakete, da sind sowieso Waffen drin, oder? Oder nicht? Boah, Alter, die haben hier aber rumliegen wie sonst was. Und jetzt sind auch keine Leute mehr da, weil ich alle umgebracht habe, oder? So, wo ist die Map? Wo ist die Zielperson vor allem? Dann gehen wir mal in die Boss-Office. Die ist irgendwo hier neben.
Ups. Falscher Raum. Ups. So, wir sind jetzt hier unten. Ich komme nicht auf diesen Ort hier klar. Da ist was Wichtiges. Okay, wir sind wo? Hier, oder? Das heißt, da lang, da lang, da lang, da sind dann die ganzen Guards. Und, ups, ja, der ist tot. Wieso? Boah, die Frau ist zu fett, um zu sterben. Ups. Unfassbar. Woher wusste sie, dass ich der Böse bin? Okay, ein Postbote um die Uhrzeit, ich meine, nachdem da alle Leute ermordet wurden, das ist ein bisschen auffällig. Wohlgemerkt, alle Leute wurden von einem Postboten ermordet. Dieser Golfschläger hat bestimmt auch eine wichtige Relevanz. Ich gehe mal ins Auto, ne? Attenzione, haben sie gesagt, oder? Das heißt so viel wie Achtung. Okay, das kann ich später machen. Wir nehmen mal die Sniper mit. Aber das andere Riffel muss dann da gelassen werden, oder was? Oder ist das einfach so eine Anmerkung? Dass nur ein Rifle gleichzeitig gehalten werden kann. So, ich nehme mal meine Bollers raus. So. So viel dazu. Und ich nehme mir die Sniper wieder. Also, ich glaube, Hitman ist wirklich ein bisschen sanftmütig geworden. Nein, Quatsch. Aber, unprofessionell auf jeden Fall. So. Mich verdächtigt inzwischen eh sowieso jeder, außer der vorhin gerade. Aber... Ah. Das Dienstmädchen fand ich eigentlich ganz nett, aber... Die hat immer so rumgegrischen, so italienisch. So, aiuto, aiuto. Was auch immer das heißt. Ah, und da ist unsere Zielperson. Interessant. Auf der anderen Seite des Pools, da. Die werden wir mal auslöschen. Hier ist sie nicht. Wo ist sie denn dann? Hä? Moment. Nein, Moment. Lass mal. Wenn ich jetzt weiter mich nach da... Okay, da drin vielleicht, oder? Ja. Dahinter. Hör, aber hier ist doch gar keiner. Ich verstehe es nicht. Vielleicht über mir. Ich weiß es nicht. Das werde ich jetzt noch beenden und dann werde ich mit dem Auto abhauen, auf jeden Fall. Aber ich habe alle umgebracht bis hierhin. Oh, scheiße. Ich habe keine Muni mehr. Naja. Nehme ich mir die beiden. Wir haben noch gar keinen mit der Klavier... Ach doch, am Anfang diesen Postboten-Typi. Glaube ich. Jetzt finden die Guards plötzlich alles. Interessant. Solange sie keinen toten Postboten finden, ist mir alles recht. Aber ich glaube, da würden sie sich auch nicht anders benehmen. Den werden sie auch noch finden. Kann ich eigentlich das Licht ausschalten? Ah, sehr schön. War nämlich so hell in diesem Raum. Ich würde gerne auf den Balkon. Geht das? Nicht? Ja, schade. Ach genau, hier wollte ich eigentlich auch runtersnipen von diesem Ort aus. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Schade, schade. So. Wo kommst du denn her? Pö.
Du siehst mir aus wie ein böser Hauptverdächtiger, nicht wahr? Boss Office, das muss doch der Boss sein. Dim-dim-dim, na. Ja, das könnte er gewesen sein. Ups. Ich glaube, für diese Mission kriege ich eine miserable Wertung. Vorausgesetzt, ich kriege überhaupt noch eine Wertung, so schlecht wie ich hier bin. Beziehungsweise so asozial alle umbringend. Kann ich jetzt nicht fliehen? Wie sieht's aus mit meiner Mission? Wie weit ist sie? Kann ich irgendwie in Options nachschauen, an welcher Stelle ich eingestellt habe, dass... Nein, man sieht leider nirgends, wo man nachgucken kann, wie weit die Mission ist. Aber ich denke, sie würden mir auch sagen, wenn ich irgendwas richtig gemacht hätte. Moment. Also den ersten kann ich auf jeden Fall schon mal vergessen. Der erste ist Schwachsinn. Der erste ist safe. Alles danach ist besser. So, hier geht's zum Pool, ne? Jetzt will ich verdammt nochmal wissen, wo unser Ziel ist. Genau, da. Den haben wir eben noch nicht umgebracht. Sehr seltsam. Vielleicht unterirdisch. Kann das sein? Das würde sogar irgendwie Sinn ergeben. Villa Borghese. Das ist Käse mit Bohr versetzt. Oder so. Ah. Ne? Also nicht besonders bekömmlich, aber wie auch immer. Ich weiß nicht, wie ich hier hoch oder runter kann. Und mal, da ist was. Das heißt, ich bin hier komplett falsch. Dahin. Haupthalle. Hier raus. Da lang. Ah, hier geht's runter. In den unterirdischen Bereich. Was hockt der denn hier den ganzen Tag in seinem Bunker? Mensch. Okay. Wollen natürlich auch unverdächtig sein. Absolut. Huch. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach da. Interessant. Nee, auf dieser Etage ist es ganz komisch. Hier ist eine Licht ist wieder an. Oder auch nicht. Wollt ihr mich verarschen? Ausgerechnet die Tür, wo ich rein muss, ist verschlossen. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Hm. Muss ich den auch noch suchen? Das wäre ja nochmal schwierig geworden, wenn ich das hier alles richtig gemacht hätte. So. Aber zum Glück... Ah, was haben wir denn hier? Ein leckeres Küchenmesser. Die Shotgun, würde ich sagen, die lassen wir auch erstmal liegen. Und den Rest, den töten wir alles mit dem, alle mit dem Küchenmesser. Zack. Sind eh nicht mehr viele übrig, also scheiß drauf. Ein furchtbares Gemälde. Ah. Eigentlich wollte ich es geheimer machen, aber irgendwie habe ich keine Veranlagung für dieses Spiel. Wahrscheinlich ist in dem verschlossenen Raum der Schlüssel dafür. Das wäre so ein bisschen sozial. Ne, ich weiß echt nicht, wo ist denn jetzt hier der scheiß Don? Da ist er. Was ist das denn hier? Wo bist du, Don? Unter mir irgendwie. Direkt unter mir.
War da gerade ein Löffel am Boden? Moment. Ja, dann. Nee, ist natürlich klar, dass wir jetzt hier nicht großartig weiterkommen werden. Hey, damit könnte ich Leute erschlagen. Würde ich jetzt mal sagen. Ne? Wenn ich hiermit, mit was dann? Aber keiner schöpft mehr Verdacht offenbar. Das ist sehr gut. Nee, komm, wir machen den, wir lassen den Schwachsinn. Und laden mal was. Und zwar das hier. Ups, das ist das Falsche. Können wir was anderes laden? Ne, Moment. Das da. Was? Nein, ich wollte es nicht deleten. Ich wollte es nicht beleten. Nein. Nein. Ich wollte laden. Alles, was ich mache, mache ich verkehrt. Oh Mann. Jetzt sind wir hier. Ja, klar. Vielleicht mit ein bisschen sehr viel Glück, dann... Lockpick haben wir doch! Sir. Dann können wir damit wohl die verschlossenen Türen öffnen. Aber egal. Moment, die Ballers fallen lassen... Fallen so komisch zusammenliegend irgendwie. Okay. Auch fallen lassen. Den Guard wird man leider irgendwann finden. Fürchte ich fast. Also ohne jetzt da. Man entdeckt mich irgendwie auch immer viel zu leicht. Also geht's nochmal auf und vorne rein. Aber wir brauchen noch die Flowers. Wo sind denn meine Flowers? Liegen die da noch? Ah, da sind sie noch, ein Glück. Also, wir versuchen das Ganze nochmal. Eigentlich könnte ich ganz von vorne nochmal anfangen, oder? Ich weiß ja, wie es geht. Jetzt müssten die doch theoretisch mich schon zum zweiten Mal anlaufen sehen. Aber vielleicht erkennen sie den Unterschied nicht. Postboten sind heutzutage eher alle geklont. Ja, die lassen mich nochmal. Sehr schön. Ich weiß zwar immer noch nicht. Da oben ist er mit seinem Golfschläger. Aber ich kann hier nicht großartige Sachen unternehmen. Was ist er überhaupt für einer? Er ist sogar der. Er ist der Böse. Okay. Das heißt, wenn ich ganz fies wäre. Aber das kann ich natürlich nicht schaffen. Ich muss warten, dass der. Der rauskommt dann immer wieder. Und das ist jetzt diese ganz blöde Stelle. Save. Moment. Ja, den können wir überschreiben, der war Schwachsinn. Jetzt wird es nämlich ganz blöd. Weil wenn wir hier durchgehen, dann ist da drin dieses Mädel. Grazie dei fiori, li stavamo aspettando. Ja, dann nimm hier. Schlampe. So. Vaffanculo. Wieso kann ich eigentlich nicht zuschlagen? Ja, jetzt werden die anderen auch alarmiert, das ist klar. Ey, er hat mich einmal irgendwie im Kopf getroffen oder so. Ich dachte schon, er kriegt das nie hin. Okay. 16.46 Uhr. Nochmal. Erneuter Versuch. Es muss möglich sein, diesen Kerl richtig platt zu machen. Oh, grazie dei fiori, li stavamo aspettando. Ah.
So, an dieser Stelle muss ich auch nochmal speichern. Das ist zwar kaum davon entfernt, aber irgendwie finde ich, das gehört sich nochmal. Strozzo di merda! Strozzo di merda! Hey! Das macht man nicht. Ich bin ein Gast. Okay. Safe. Bin ich ziemlich sicher, ja. Solange er mich nicht sieht, ist alles gut. Ist ärgerlich natürlich. Assassino, woher willst du wissen, dass ich ein Attentäter bin? Vielleicht bin ich auch einfach ein Lausebengel, der den Paten um ein Autogramm bitten will. Man weiß nicht. Wie, da wird er schon alarmt? Ihr wollt mich doch verarschen. Ah, da kommt einer an, okay. Aber ich kann ihn irgendwie nicht schlagen, ich weiß nicht warum. Okay, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Moment. Das finde ich in Ordnung. Wieso wird da der Don dann schon alarmt? Das ist lächerlich. Okay. Weil der ist nämlich derjenige, den ich damit ausschalten will. Aber irgendwie klappt's noch nicht ganz, ne? Mach die Tür auf. 3, 2, 1. Die laufen anders als sonst. Och, wo haben die den denn? Ach, da haben die den gefunden. Ich kann hier nirgends raus. Solange der nicht langsam mal was tut. Wie wär's, wenn ich ihm die Tür öffne und dann? Wieso kann Hitman eigentlich nicht kämpfen? Schlag ihn einfach. Schlag ihn. Schlag ihn. Schlag ihn einfach. Es klappt einfach nicht. Er will's nicht. Ah, ich hab's. Moment. Ich lad mal den hier. Wenn ich jetzt den toten Bodyguard da nicht liegen hätte. Eigentlich müssen wir nochmal von vorne anfangen und dann haben wir das auch noch behoben. Oh, grazie dei fiori, li stavamo aspettando. Ja, ja. Tutte mi mera, grazie a Marge, Niaga, Gialemonie. Bla bla bla. Okay, ich gehe dann auch mal. Schade. Ich wollte ihn so von hinten. Ach, das ist doch auch scheiße. Wieso habe ich keine Waffen dabei? Es klappt nicht so, wie ich das will, Freunde. Es klappt nicht so, wie ich es will.
di... Assassino! Guarda! Non è vero! Wo kommst du denn her? Ich muss nur einen dieser Wachen umlegen, dann habe ich meinen kompletten Plan perfekt. Aber das reicht irgendwie nicht. Ach. Naja, ich lasse mal alle meine eigenen Waffen dann hier liegen. Moment. Fiberwire nicht, aber das hier noch. Und bin dann mal ein perfekter Wächter-Typi. Ich versuche jetzt alles mal nochmal neu. Bald ist der Part auch schon wieder zu Ende. Eigentlich haben wir ihn schon längst überzogen, denke ich mal. Aber naja. Ich kann nicht zielen. Klebt ja nur Blut am Tor, von daher. Aber wo ist der hässliche Typi hin? Ich bin zwar kein typischer Italiener. Ja, Leute, ich habe den bösen Verräter umgebracht. Keine Sorge. Ich mach's jetzt einfach so. Manchmal muss man auch am Eingang schon mit den Kästen rasseln. Sonst klappt das Ganze nicht. Was mit dir? Arschloch. Hast du gesehen? Der hat einfach auf mich losgeschossen. Na, lebst noch? Ach, das ist doch Alltag hier. Ihr müsst nicht gleich aufschreien, Ladies. So. Es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Ich bin noch nie im Leben ein Assassino. Wie kommst du drauf? So, Lockpick. Open Door. Ach, dann halt nicht. Wahrscheinlich bin ich ihnen nur aufgefallen, weil ich nicht die ganze Zeit eine Pistole in der Hand hatte. Sehr schön. Das nenne ich mal einen sauberen Schuss. So, und mein Gewehr lasse ich hier erstmal liegen. Na, wie geht's? Ach ja, plötzlich allen fällt das auf, ne? Dass ich irgendwie vielleicht böse bin. Wem ist das denn eingefallen? Das kann gar nicht sein. Scheißdreck, ey. Ups. Hallo. Na, ich bin's nicht, ne? Wir suchen doch gemeinsam nach dem gleichen. Ja, jetzt mit der Pistole kann er Leute schlagen. Nur ohne kann er es nicht, oder wie? Ach, du bist mir zu blöd, Hitman. Na? Wie wäre es, wenn wir beide uns einen schönen Abend machen? Mit der Klavierseite. Hehe. So, jetzt bin ich wieder ein typischer Italiener mit der Pistole in der Hand. Ne? Mafia. Bei uns in der Familie wird das so gehandhabt. Ach man, immer wenn ich versuche irgendwie ordentlich zu... Hier sind Fische, naja. Versuche ordentlich zu sein, dann endet das alles im Chaos. Ich muss, glaube ich, ganz unbemerkt drankommen. Also...
Delete save games. Yes. Yes. Und sogar mein geliebtes Save Game. Und wir machen im nächsten Part dann die Mission nochmal von vorne. Bis dann, ciao, euer Lance Zorro. Wir haben ja wieder mal nur Scheiße gebaut. Tschüss.